Wenn man von sich selbst denkt, dass man faul ist, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass diese Person noch das Herz am Leben ist und dass die Person denkt und dass die Person mit sich selber abrechnet. Und was gegen die Faulheit hilft, es gibt eine Regel. Du behandelst die Krankheit mit dem Gegenteil. Das heißt, du bist faul zum Beispiel aufzustehen, um zu beten. Dann zwingst du dich selbst, umzustehen, um zu beten. Und ja, und dieser Moment ist bei dir. Mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala und mit viel Kraft. Und du musst das bringen. Keiner kann dir helfen. Aber du konntest geholfen werden, indem du mit guten Leuten zusammenkommst, die dich unterstützen dabei. Die zum Beispiel, angenommen, du fühlst dich faul, dann siehst du dir einen Vortrag. Etwas, was motivierend ist. Du liest irgendwas, was motivierend ist. Und dann musst du aktiv werden und schaffen. Machen. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann wirst du das immer schaffen. Und natürlich, du musst ein Ziel haben. Du musst ein Ziel haben. Und du musst zieltreu sein. Und du machst dein Herz frei, dass du das machst. Wallahu ta'ala ala ala. Weil diese Themen, weißt du, du hast selber gesagt, viel Koran lesen, viel Dua, Zuflucht suchen vor Shaitan, Wudu machen und so weiter und so fort.